Die Kollegin Cornelia Möhring ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich befürchte, wir führen hier eigentlich eine völlig überflüssige und auch verlogene Debatte. Und ich glaube, die meisten von uns wissen das auch. Mit dem Thema dieser Diskussion tun CDU, CSU und FDP so, als wollten sie mit ihrer Politik tatsächlich ernsthafte Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern erreichen. In Wirklichkeit interessiert Gleichstellung sie aber nur dann, wenn es für die Wirtschaft nützlich ist und nichts kostet. Die Lage der Betroffenen ist in ihrem Denken völlig außen vor. Schon das Gleichstellungsverständnis der Koalitionsfraktionen ist selektiv und kritikwürdig. Sie beschränken Gleichstellung auf Chancengleichheit bei der Teilhabe. Dabei hat schon das Bundesverfassungsgericht vor Jahren festgestellt, dass Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung und ein Leben frei von Rollenstereotypen beinhalten muss. Davon ist die Bundesregierung und die Gleichstellungspolitik der Bundesregierung Lichtjahre entfernt. Meine Damen und Herren, in 4 Tagen begehen wir den Internationalen Frauentag. In den 99 Jahren seines Bestehens haben Frauen weltweit viele Fortschritte erreicht. Und dennoch müssen sie auch heute noch um ihre demokratischen Rechte für Frieden, für gleichen Lohn, für gleichwertige Arbeit, um ihre Teilhabe an der Gesellschaft kämpfen, auch in der Bundesrepublik. So mussten die Verkäuferinnen bei Hertie und Quelle im letzten Jahr erfahren, dass formale Gleichberechtigung nicht automatisch auch real Gleichbehandlung bedeutet. Für die Rettung kriminell agierender Banken hat die Bundesregierung 2009 einen riesigen Schutzschirm aus hunderten Milliarden Euro ausgespannt. Für die Verkäuferinnen hatten sie nicht einmal ein Cocktailschirmchen übrig. Meine Damen und Herren, dieses Jahr ist das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Auch vor diesem Hintergrund ist es dringlich, endlich verpflichtende Maßnahmen zur Beseitigung der Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männern festzulegen. 2010 sollte der Unterschied in der Bezahlung von Frauen- und Männerarbeit in der BRD eigentlich nur noch 15% betragen. So hatte es die Bundesregierung 2008 beschlossen. Das wäre zwar immer noch kein Ruhmesblatt für die Politik, aber doch eine deutliche Verbesserung. Aber die Realität sieht anders aus. In den unteren und mittleren Gehaltsgruppen erhalten Frauen konstant immer noch 22 bis 23% und in den höheren Gehaltsgruppen sogar 27% weniger Lohn als Männer. Allen Appellen der Bundesregierung zu freiwilligen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, allen Aktionstagen und Förderprogrammen zum Trotz. Die Gründe für die Entgeltungleichheit sind vielfältig, aber alle sind politisch beeinflussbar, wenn dann ein entsprechender Wille dazu vorhanden wäre. Der aber fehlt der Bundesregierung. Sie verschärfen die Lohndiskriminierung weiter, statt zu ihrer Bekämpfung beizutragen, indem sie den Niedriglohnsektor ausweiten, in dem aber überproportional viele Frauen beschäftigt sind. Internationale Erfahrungen zeigen uns aber, dass eine wirksame Strategie zur Bekämpfung der Entgeltungleichheit stattdessen die Einführung flächendeckender gesetzlicher Mindestlöhne beinhalten muss. Das fordert Die Linke seit Jahren. Wir wollen, dass spätestens 2013 jede Frau und jeder Mann für jede Stunde Erwerbsarbeit mindestens 10 Euro erhält. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung setzt auch in dieser Wahlperiode auf freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft. Das bedeutet erneuten Stillstand statt mehr Frauen in den Chefetagen. Besonders in den großen Konzernen haben Frauen so gut wie keine Chance, in höhere Hierarchieebenen aufzusteigen. Und die wenigen, die es dorthin schaffen, erwartet eine herbe Enttäuschung. Sie erhalten für gleiche Arbeit weniger Gehalt, weniger Sonderzahlungen und Boni. Das alles weiß die Bundesregierung und lehnt trotzdem verbindliche Festlegung von Quoten in der Privatwirtschaft ab. Da muss wirklich die Frage erlaubt sein, wie ernst Sie es denn eigentlich mit der beruflichen Gleichstellung von Frauen meinen. Ihnen liegt heute von meiner Fraktion ein Antrag zur wirksamen Durchsetzung der Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern vor. Arbeitgeber und Tarifparteien sollen darin vom Gesetzgeber zur Herstellung der Entgeltgleichheit und unter Wahrung der Tarifautonomie verpflichtet werden. Das unter Achtung der Tariffreiheit. Die Bundesregierung lehnt eine solche Verpflichtung ab. Diese Haltung negiert die Verantwortung der Politik für den Schutz von Frauen vor Diskriminierung
und für die Beseitigung aller bestehenden Benachteiligungen, die sich aus Artikel 3 Grundgesetz ergibt. Meine Damen und Herren, der uns vorliegende Antrag der Koalitionsfraktion listet fast alle Defizite auf, die zur Verbesserung der Lage von Frauen in der Bundesrepublik zu beseitigen wären. Aber er erhält zu keinem davon eine Lösungsstrategie. Meine Fraktion lehnt ihn daher ab. Die Linke fordert stattdessen Schluss mit den Minijobs und hier mit einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro bis 2013. Schluss mit den zarten Bitten an die Unternehmen und hier mit einem Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Schluss mit Prüfaufträgen und Evaluierungsverfahren und hier mit einem Gesetz, das gleiche Löhne für gleiche und gleichwertige Arbeit garantiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Kollegin Möhring, das war Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag, zu der ich Ihnen herzlich gratuliere, verbunden mit allen guten Wünschen für die weitere Arbeit.